Das sind Entwicklungen, die uns große Sorgen machen, Sorgen um das Schicksal einzelner Afghanen, auch um die Entwicklung des Landes insgesamt. Das sind auch bittere Entwicklungen, wenn man sie vor dem Hintergrund des langjährigen Einsatzes der westlichen Staatengemeinschaft betrachtet. Als Bundesregierung haben wir in diesen Stunden klare Aufgaben und auf die sind wir konzentriert. Es heißt, die deutschen Mitarbeiter der Botschaft sowie der in Afghanistan tätigen deutschen Organisationen außer Landes und in Sicherheit zu bringen. Und es heißt, so viele der unseren Schutz suchenden afghanischen Ortskräfte wie möglich außer Landes und in Sicherheit zu bringen und mit ihnen Menschen, mit denen wir dort eng zusammengearbeitet haben, sei es in der Demokratieförderung, sei es in Menschenrechts- oder Bildungsprojekten. Ich erinnere daran, dass viele Menschen aus der Gruppe der Ortskräfte bereits mit unserer Hilfe Afghanistan verlassen haben und in Deutschland sind. Aber es sind natürlich noch mehr, die noch dort sind und denen wir unter den jetzt sehr schweren Bedingungen, die sich durch die Machtübergabe an die Taliban in Kabul ergeben haben, zu helfen versuchen.